Ein herzliches Hallo zu Treffpunkt Gesundheit. Schön, dass Sie dabei sind. Für manche Betroffene von Immunkrankheiten ist eine Stammzellentherapie die letzte Chance, bei Leukämie zum Beispiel. Für eine entsprechende Behandlung braucht man die passenden Zellen von einem geeigneten Spender und den zu finden ist schwierig. Immer wieder ruft die deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS deshalb zu Typisierungsaktionen auf. Die DKMS ist regelmäßig auch im Allgäu aktiv, wie hier in Oberstdorf. Bei einer Typisierungsaktion haben sich dort insgesamt 338 Personen testen lassen. Eine von ihnen war Elke Rudolfsen. Sie hat sich ganz spontan während ihres Urlaubs dazu entschlossen, mitzumachen. Ihr Zeitaufwand dafür liegt bei weniger als einer Viertelstunde. Also für diejenigen, die herkommen, ist es kein Aufwand. Das dauert maximal 10 Minuten von Anfang bis Ende und damit haben sie die Chance, einem Patienten wirklich ein Leben zu retten. Für uns als DKMS, klar, das war eine gewisse Vorbereitungszeit, aber mit toller Unterstützung hier vor Ort, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre. Bevor das Blut abgenommen wird, werden die möglichen Spender befragt. Damit sie für eine Spende in Frage kommen, müssen sie jünger als 55 Jahre, gesund und in guter körperlicher Verfassung sein. So sollen eventuelle Risiken durch die Spende für Sie möglichst klein gehalten werden. Die Spender haben hier ja eine Einverständniserklärung ausgefüllt mit den persönlichen Daten, die natürlich dann komplett bei der DKMS bleiben. Die haben Blut abgegeben. Dieses Blut wird auf die Gewebemerkmale typisiert, die eben relevant sind, ob Spender und Patient dann tatsächlich zusammenpassen. Dieser Befund wird dann anonymisiert an ein zentrales Register weitergegeben und über dieses Register wird dann auch die Suche koordiniert. Sollte der Spender möglicherweise von den Patienten passen, werden wir als DKMS wieder informiert und wir setzen uns dann mit dem Spender in Verbindung. Dann erst geht es zum Blutabnehmen. 4 Milliliter sind es, die in einem kleinen Glasbehälter landen. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Teilnehmer dieser Aktion tatsächlich als Spender in Frage kommt, liegt bei etwa 1 zu 100. Für Elke Rudolfsen dennoch kein Grund, auf eine Typisierung zu verzichten. Es ist Urlaub, es ist Sonntag, ich habe Zeit und ich denke, es ist wirklich eine gute Sache und man kann mit sehr, sehr wenig Einsatz doch, denke ich, eine große Hilfe leisten. Mit der Blutabnahme alleine ist es allerdings noch nicht getan. In einem Labor muss das Blut noch untersucht werden. Pro Glasröhrchen kostet das etwa 50 Euro. Die 7000 Euro an Spendengeldern hier in Oberstdorf sind deshalb ebenfalls wichtig für die DKMS. Es gibt natürlich gewisse Risiken, je nachdem, welche Entnahme angewandt wird. Bei der peripheren Stammzellentnahme werden die Stammzellen aus dem Blut gefiltert. Der Spender spritzt sich ein paar Tage vor dieser Entnahme ein Hormon in die Bauchdecke, das eben bewirkt, dass die Stammzellen sich vermehren und in die Blutbahn auswandern. Die Entnahme selbst ist dann ähnlich wie bei einer Blutwäsche. Risiken dabei, Spender berichtet öfters über grippeähnliche Symptome. Das ist es aber auch. Und bei der Knochenmarkentnahme, die aber auch mittlerweile nur noch zu rund 20% angewandt wird, besteht natürlich das allgemeine Narkoserisiko, weil das Knochenmark unter Vollnarkose dann im Krankenhaus entnommen wird. Organisiert wurde die Typisierungsaktion von der DKMS und Tourismus Oberstdorf. Eine der Mitarbeiterinnen dort hat von einer Spende bereits selbst profitiert. Ich hatte sofort Spender, die passen und eine hat sich dann bereit erklärt und zuvor musste ich dann wieder ins Krankenhaus, auf die Spende vorbereitet zu werden mit Chemotherapie und Bestrahlung. Und am 20. Januar 2012 durfte ich dann meine neue Stammzellen bekommen. Danach muss man warten, also man muss wirklich viel Geduld haben, bis die Stammzellen dann anwachsen. Und das war dann bei mir rucki-zucki ist es gegangen und nach 4 Wochen kam die Schwester ins Zimmer rein und sagte, die Zellen sind gut angewachsen. Inzwischen ist es so, dass 8 von 10 Patienten, die eine Spende benötigen, auch einen geeigneten Spender finden. Allerdings ist das keine Garantie auf eine Heilung. Wie groß die Erfolgsquote tatsächlich ist, lässt sich nach Angaben der DKMS kaum feststellen. Sicher ist nur, dass eine solche Spende oft die letzte Chance ist, für einen Menschen eine schwere Krankheit zu überleben. Die nächste Typisierungsaktion im Allgäu ist am 21. September in Leutkirch. Und am 19. September findet im Memminger Kaminwerk ein Benefizkonzert für den Kampf gegen Blutkrebs statt. Und jetzt blicken wir wieder auf den Mondkalender. Jetzt Mitte September im Altweibersommer hat unsere Expertin wieder einige Tipps für Sie, welche Aktivitäten in Haus und Garten gerade günstig sind.
Grüß Gott. Jetzt sind wir Mitte September schon wieder. Und man merkt schon, draußen wird es langsam kühler. Es ist schon wieder abnehmender Mond. Man merkt, man will einfach riebiger da, man will nicht mehr so raus, man genießt noch den Altweibersommer, was ja schon so angefangen hat. Man kann im Garten langsam anfangen mit Aufräumen. Und so der abnehmende Mond, falls da über Kreide schon trocknet hat, die kennt man jetzt gut in dunkle Gläser rein, da, an einem Lufttag, weil dann fangen sie halt an zum Schimmeln. Und da würde ich euch empfehlen, wirklich so einen Lufttag im Kalender zu beachten, weil das einfach nachher besser ist für die Haltbarkeit des Schimmels. Obwohl es ja eigentlich drucker ist, darf man es nicht glauben. Aber vielleicht haben wir das schon mal ausprobiert, dass es einfach zum Schimmeln angefangen hat. Wenn der jetzt zum Beispiel am Fisch trotz abnehmendem Mond das einlagert, das schimmelt bei Zeiten. Also das kann man einfach nicht verhindern. Ich wünsche, wie ihr seht, viel Spaß beim Aufräumen im Garten, während noch das Obst fallen, verarbeiten, ein bisschen eingefrieren. Da bin ich zwar dagegen, weil ich finde, das Ei machen, wie man es früher eingeweckt hat, hat einfach längere Haltbarkeit und ich finde einfach, das schmeckt einfach besser, als wenn man es eingefriert und dann mehr auftaut. Probiert es einfach selber aus, ich werde mich freuen, wenn ihr mit dem so weit klarkommt und bis zum nächsten Mal. Etwa 8000 Menschen in Deutschland leiden an Mukoviszidose, einer erblichen Stoffwechselerkrankung. Bislang ist sie nicht heilbar, da sie durch einen genetischen Defekt ausgelöst wird. Es gibt aber Behandlungsmöglichkeiten, zum Beispiel im Bereich der Physiotherapie. Michael hat heute einen Termin bei der Physiotherapie. Der 10-Jährige hat sich als erste Übung für das Laufband entschieden. Was man dem Jungen auf den ersten Blick nicht ansieht, er hat Mukoviszidose. Die Krankheit wurde bei ihm im Alter von gerade einmal 6 Monaten festgestellt. Sie ist erblich bedingt und gilt derzeit trotz intensiver Forschungen als nicht heilbar. Die Diagnose war ein Schock für Michaels Eltern. Wir waren schon schockiert natürlich, dass ein Kind so eine Krankheit hat. Wir hatten selbst nicht gewusst, was Mukoviszidose war. Aber durch die Hilfe von unserer Kinderarzt und des Klinikum Wangen und auch hier in Kempten hat die uns viel beigebracht. Und es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Natürlich, es ist eine Krankheit, die wir ein Leben lang haben werden. Bei Mukoviszidose-Erkrankten produzieren viele Organe aufgrund eines Gendefekts einen zähen Schleim. Davon sind vor allem die Lunge und die Bauchspeicheldrüse, aber auch die Leber oder die Gallenblase betroffen. In der Folge leiden die Patienten häufig an Atemproblemen und Verdauungsstörungen. Gerade weil man die Krankheit nicht heilen kann, ist es umso wichtiger, die Symptome wie Husten oder Atemnot zu behandeln. Deshalb muss Michael regelmäßig zur Physiotherapie. Durch die Übungen soll der Schleim gelockert und die Atemwege freigehalten werden. Je nach Gesundheitszustand hat er einen oder mehrere Termine im Monat. Die Patienten brauchen das, weil sie eben dann besser atmen können, ihren Schleim besser weg, also losbringen können und überhaupt umzugehen mit der ganzen Krankheit. Wichtig ist auch, die Ausdauer der Betroffenen zu verbessern, um so die Lunge zu trainieren. Deshalb muss Michael auch zu Hause viele dieser Übungen machen. Sport, Physiotherapie, Ernährungsumstellung, Medikamente. Mukoviszidose ist eine Krankheit, die das Leben der ganzen Familie verändert. Oft ist es aber schwierig, sie überhaupt richtig zu erkennen. Es kommen die Patienten, bevor die Diagnose klar ist, entweder mit ganz erheblichen Problemen mit den Bronchien und mit den Lungen bzw. den Atemwegen inklusive der Nase zu uns, oder die zweite Hälfte kommt zu uns aufgrund einer erheblichen Ernährungsstörung. Das heißt, die Säuglinge oder Kleinkinder gedeihen nicht so, wie sie gedeihen sollten. Das bezieht sich sowohl auf die Gewichtszunahme wie eben auch auf das Längenwachstum.
In den letzten Jahren hat sich bei der Behandlung von Mukoviszidose-Patienten viel getan. Inzwischen schätzen Experten ihre Lebenserwartung auf etwa 30 Jahre ein. Ein Neugeborenes, das jetzt mit der Krankheit diagnostiziert werde, habe aber durchaus die Chance, das Rentenalter zu erreichen, heißt es von Medizinern. Bei Michael wurde die Krankheit bereits früh erkannt. Dank der engagierten Arbeit seiner Eltern geht es ihm bislang gut. Er spielt Fußball gerne, so hobbymäßig nur. Im Winter spielt er Eishockey in der ESC Sonthofen, in der Nachwuchs. Hat schon seit 4 Jahren Eishockey gespielt. So, er trainiert 2-3 Mal die Woche plus ein Spiel oder 2 Spiele am Wochenende. Und das macht viel aus für die Krankheit, denn diese Belastung für den Lungen. Hat er super Lungen im Moment, immer noch 85%. Und das macht viel aus. Wie gut Michaels Lungen sind, das wird regelmäßig mit einem Lungenfunktionstest überprüft. Dabei muss der Patient in ein Mundstück atmen. Das Gerät misst die Kraft und die Menge der ausgeatmeten Luft. Die Ergebnisse werden dann mit Dr. Müller besprochen. Er kennt die Sorgen und Nöte, die Eltern von erkrankten Kindern umtreiben. Deshalb gibt es im Krankenhaus Kempten auch eine Selbsthilfegruppe für betroffene Familien. Außerdem wird die Arbeit der Ärzte und Physiotherapeuten durch einen Verein unterstützt. Die Mukoviszidose-Hilfe Allgäu unterstützt uns hier in unserer Arbeit, dadurch, dass sie eine ambulante Physiotherapiekraft finanziert. Sie finanziert auch einen PKW, der zur Verfügung steht für die häusliche Therapieapplikation, und sie finanziert zum Teil auch eine Fachkraft für Psychologie, eine Psychologin, die in Krisensituationen eben die Seelenleiden bzw. eben die Belastungen der Betroffenen selbst, aber auch der Familien etwas entspannen kann. Herbert Müller ist mit den Ergebnissen von Michaels Test sehr zufrieden. Die harte Arbeit der Familie zahle sich aus. Er ist guter Hoffnung, dass in Zukunft die Lebensqualität von Mukoviszidose-Erkrankten weiter steigen kann. Die letzten 10, 15 Jahre haben sowohl unter dem Gesichtspunkt neuer Medikamente, aber auch unter dem Gesichtspunkt des Wissens über die Erkrankung und vor allem, dass wir frühzeitig die Eltern mit einbinden in die Therapie und die Pflege der Kinder, enorme Fortschritte gemacht, sodass wir hoffen, dass die Betroffenen, die wir heute diagnostizieren, sowohl in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit, aber auch als Teil der Gesellschaft, ob das im Sport ist oder beim Theater oder auch immer, nicht sich unterscheiden von den anderen. Ein ganz normales Leben trotz Mukoviszidose. Dem 10-jährigen Michael wäre es zu wünschen. Das war's auch schon wieder von Treffpunkt Gesundheit. Nächste Woche geht's um ein beliebtes Herbstgericht, das man, wenn man was davon versteht, im Wald sammeln kann. Allerdings das Risiko einer Pilzvergiftung schwebt immer so ein bisschen über den Bratpfannen. Wir geben Tipps, wie Sie nur beste Pilze auf den Teller bringen. Bis dahin also tschüss und bleiben Sie gesund.